Hallo, ich begrüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit dem Thema Entscheidungen versus Wahl. Kennst du das Problem, dass du dir immer wieder mal schwer tust mit der Entscheidungsfindung? Dass du, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, hinterher dir immer wieder noch denkst, war es die richtige Entscheidung? Also kommen da auch Zweifel in dir hoch? Und hast du auch das Gefühl, ich habe keine Lust mehr, Entscheidungen zu treffen. Das ist alles so anstrengend. Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Also bleib unbedingt dran. Beleuchten wir erstmal wirklich so dieses Wort und die Energie dahinter von Entscheidungen. Es steckt bereits in dem Wort Entscheidung. Es ist etwas, was etwas scheidet, also etwas trennt. Bei einer Entscheidung habe ich immer die Möglichkeit entweder oder. Ja? Und es ist auch so ein Muss dabei. Also ich empfinde hier bei einer Entscheidung, deswegen sagen wir ja auch landläufig, ich muss eine Entscheidung treffen. Also hier ist immer so dieses Gefühl von Zwang damit verbunden. Noch dazu ist es so, dass bei Entscheidungen, wenn ich mir das anschaue, okay, entweder oder, dann ist das ein Zielbild, ein Endbild. Es hat eine Endgültigkeit und auch eine Ausschließlichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt A sage, muss ich auch B sagen. Ja? Also wenn ich mich so entscheide, dann muss ich auch danach handeln. Und das gibt uns immer ein Gefühl von Unfreiheit und auch irgendwo Abhängigkeit. Zwang, wie gesagt, und es ist wie so ein Korsett, was mich einschnürt. Also wundert es mich überhaupt nicht, dass die Menschen tatsächlich immer wieder an den Punkt kommen, ich habe keine Lust mehr, Entscheidungen zu treffen. Und tatsächlich dieses Anzweifeln, weil das Leben ist Bewegung, das Leben ist Veränderung. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, heißt, wie man vorhin gesagt hat, wer A sagt, muss auch B sagen, dann habe ich immer irgendwo das Gefühl, ich kann daran nichts mehr verändern. Ich treffe einmal diese Entscheidung und dann steht die und dann mit allen Konsequenzen. Und da entsteht natürlich auch eine Angst in uns. Ja, aber was wenn? Was wenn dann dies und das kommt? Was wenn? Ja? Und eigentlich auch tatsächlich berechtigt in meinen Augen. Ich möchte dir gerne heute einen Vorschlag geben, ich möchte dich gerne einladen, dir ein neues Bild zu kreieren bezüglich diesen Entscheidungen, wo ich mir ganz sicher bin, auch aus eigener Erfahrung und auch aus Praxiserfahrung, dass tatsächlich, wenn ich dir jetzt dieses neue Bild gebe, sich ganz viele Möglichkeiten für dich öffnen und deine Selbstzweifel auch tatsächlich sich minimieren werden. Ja? Und du vielleicht dann mehr Freude beim Entscheidungen treffen hast. Hier meine Einladung, folge meinem Bild. Das Bild ist, ersetz mal das Wort Entscheidung mit dem Wort oder den Worten, ich treffe eine Wahl. Ja, ich treffe eine Wahl, ich habe die Wahl. Was passiert hier? Eine Wahl ist immer der Anfang von einer Geschichte, wohingegen die Entscheidung das Endziel ist. Das hatten wir ja gerade schon. Also es ist immer der Anfang von meinem Weg, den ich jetzt wähle, wie ich mit der Situation umgehe. Das heißt, es ermöglicht und eröffnet mir ein riesengroßes, breites Spektrum an Möglichkeiten und Chancen, die sich mir bieten. Also es ist nicht mehr nur dieses Entweder-Oder, sondern ich habe eine Palette an Möglichkeiten, eine Palette an Chancen und kann frei wählen. Noch dazu ist es so, dass wenn ich eine Wahl treffe, kann ich es immer lenken, denn ich kann mich jederzeit tatsächlich kann ich wieder eine neue Wahl treffen. Ja, also je nachdem, wo mich das Leben hinträgt oder wo es mich hinführt, wo der Fluss meines Lebens hingeht, kann ich tatsächlich immer, wenn ich eine Wahl treffe, immer nachjustieren. Ja? Also habe ich hier schon mal nicht dieses Problem, oh Gott, wer A sagt, muss auch B sagen. Also oh Gott,
wenn ich das jetzt mache, dann die und die Konsequenz. Denn wenn ich eine Wahl treffe, ja, dann habe ich beispielsweise jetzt diese Richtung eingeschlagen, bin aber offen und bereit, tatsächlich in dem Moment, wo sich etwas von außen zeigt, wo sich etwas von innen zeigt, dass eine Kursänderung angesagt wäre, habe ich die Möglichkeit, eine neue Wahl zu treffen. Ja? Da ist auch so dieses, was hier bei der Wahl treffen auch passiert ist, dass du hier neue Motivation bekommst. Du bekommst, es macht Freude, es macht Spaß, es bringt dich in so eine kindliche Neugier auszuprobieren und öffnet dich, macht dich frei. Ja? Und was die Wahl auch noch beinhaltet, ist, dass du tatsächlich dir bewusst wirst, wenn du das länger trainierst oder wenn du das häufiger anwendest mit der Wahl, dann öffnet es dir tatsächlich auch nochmal deinen Horizont, dein Bewusstsein für Wunder. Und du wirst achtsamer im Umgang mit dir selbst, aber auch mit deinem Außen. Das heißt, du verpasst nicht mehr so viele Chancen, weil du quasi deinen Fokus nicht auf entweder oder richtest, wie bei der Entscheidung, sondern dich wirklich öffnest für ganz, ganz viele Wahlmöglichkeiten und Chancen und Wunder, die sich dir bieten. Und dadurch bist du wirklich in so einer achtsamen Haltung, in einem sogenannten Gewahrsein und kannst die Impulse, die auch von außen kommen, die Zeichen, die Botschaften, auch aus deinem Inneren oder auch von deinem Körper, denn der ist auch immer so ein schöner Messpegel, ob wir noch auf unserem sinnvollen Weg sind, auf unserem Herzensweg, auf unserem gewünschten Weg, kannst diese Impulse tatsächlich stärker wahrnehmen und dann auch bewusster umsetzen. Also, das mal so die Haupt- oder die Kernpunkte zu dem, ich treffe eine Entscheidung versus ich treffe eine Wahl. Ja? Genau. Probier es mal aus, mach es mal ganz konsequent, tatsächlich 1-2 Wochen lang. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich in deinem Leben ganz vieles verändern wird. Du wirst tatsächlich offener, du wirst freier, du wirst motivierter, du wirst mit mehr Freude auch an deine Herausforderungen rangehen. Denn es ist ja auch immer so, ja, wenn ich etwas freiwillig wähle, dann ist da ja auch schon so diese Motivation drin. Wenn ich mich entscheiden muss, dann gehe ich immer erstmal irgendwo auf einen Widerstand. Und dieses Muss ist ja alleine schon ein Wort, was dich immer aufhorchen lassen sollte, wenn du glücklich sein möchtest. Denn ein Muss ist immer ein Zwang. Ein Muss ist immer ein Widerstand, den ich gegen was auch immer ich muss oder meine zu müssen, ist immer irgendwo ein Widerstand, den ich in mir aufbaue und immer ein Zwang. Also ich fühle mich gezwungen. Heißt nicht, dass es tatsächlich so ist, dass dich andere Menschen zu irgendwas zwingen können. Das möchte ich damit nicht sagen. Du hast immer den freien Willen. Und selbst wenn du gezwungen wirst, hast du immer noch die Wahl, wie du dich entscheiden möchtest sozusagen oder hast immer noch die Wahl, wie du darauf reagierst. Meistens wird es halt davon abhängig gemacht, was ist die Konsequenz und die möchte ich vielleicht nicht und dann gehe ich diesem Zwang sozusagen nach. Ja, gut. Das ist so dieses Zwangbeispiel. Okay, gut. Also mach das mal für 2 Wochen. Und probier das mal aus, wenn du gerne möchtest. Dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Und teile dann gerne deine Erfahrungen mit mir, entweder hier unter den Kommentaren, unten in den Kommentaren, oder schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich riesig. Sag mir gerne, was hat es in dir in Bewegung gebracht? Was hat es verändert? Schau mal in 2 Wochen. Vielleicht möchtest du gerne auch Tagebuch führen. Und hier mal schauen, was macht es mit deinen Selbstzweifeln? Wie viel freier wirst du da? Wie viel dankbarer wirst du? Wie verbessern sich deine Beziehungen? Wie verbessert sich die Beziehung zu dir selbst? Und
Lass mich gerne, gerne daran teilhaben. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei allen, die mich virtuell auf einen Kaffee einladen und eingeladen haben. Ich bin sehr, sehr froh, diese Anerkennung und Wertschätzung von euch entgegenzunehmen. Macht mir Riesenfreude. Ich bin euch wirklich aus tiefstem Herzen dankbar. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch gerne bei allen Abonnenten bedanken. Danke, danke, danke für euer Vertrauen und eure Unterstützung. Und dann wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe, Licht, Kraft und Segen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bye, bye!